Julian Bambus. Das letzte Märchen in Asozial, oh, der letzte Part. Ich weine einfach. Ich will nicht, dass es das letzte ist. Vor einem Tag hochgeladen, 1,1 Millionen Views. Eins in den Trends, natürlich, verdient. Das Ding ist, ich glaube, ich muss stehen. Kann sein, dass ich abdancen werde. Deswegen muss ich jetzt einfach stehen. Was soll ich sagen? Mach mal die Perücke ab. Weil ich will nicht wie ein Clown aussehen. Wirklich, ich möchte einmal einen Stream machen, wo Leute reinkommen können, die zum ersten Mal in meinen Stream kommen und dann, dass sie denken, okay, der Junge, der ist schlau. Der hat was im Gehirn, wisst ihr, ich meine? Nito, kannst du dir vorstellen, dass du mal wöchentlich ein Video hochladen hast? Ich nicht. Hab ich gemacht, vor 2 Jahren habe ich wöchentlich ein Video hochgeladen. Übrigens, auf mein Zweitkanal lade ich jetzt fast jeden Tag ein Video hoch, weil die Videos werden geschnitten von Jimmy. Sehr guter Kerl, deswegen kommen da jetzt öfter Videos. Aber auf mein Hauptkanal, das nächste Video wird bald kommen, wirklich. Zwei Wochen, ja, könnt ihr gerne mal reinschauen. So, wir gehen rein in den Wir gehen rein. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Let's go! Ho, ho, ho! Weihnachten war's schon. Kinderaugen weinen, denn dies ist das letzte Märchen in Asozial. Im nobelsten Geringverdienerviertel von London, wo nicht nur die Bevölkerung, sondern auch der Regen sauer war, lebten einst... Oha, einfach Tenjin Han kurz geworden. Thomas hat 3 Augen, das wusste ich gar nicht. Krass. 3-artige, finanzschwache Flegel. Man rief sie bei ihrem Namen. Statist A, Statist B und Candy. Lieber Herr Jesus, bitte hilf uns und hilf allen anderen Armen. Amen. So, Schlafenszeit. Aber eines klanglosen Abends wurde der nächtliche Fiebertraum der 3 unterbrochen durch ein mutterloses Muttersöhnchen. Wir haben kein Geld. Bist du Herr Jesus? Doch unser zwielichtiger Held beruhigte sie, indem er ein... Jesus. Imagine, so würde Jesus aussehen. Oh mein Gott. Guck mal, die Rollos sind aber runter. Filmfehler gefunden. Guck mal, der kann gar nicht hier durch die Rollos. Warte mal, wie ist er denn reingekommen? Die Rollos waren erst auf. Oh nee, das ist gar kein Filmfehler. Das ist eine Wand. Das sind gar keine Rollos. Das ist nur eine Wand. Oh mein Gott, bin ich dumm. Egal, falsch. Ein Gedicht vortrug, das er extra für Geringverdiener vorbereitet hatte. Dicke Potte, ja, genau so muss das sein. Valentino Supreme Giro, dicker Stein. Louis Vuitton, du sogar in meinem Bein. Ihr seht nicht aus wie Hartz IV, sondern Hartz I. Ja, wir sind Fatlab. Und ich fühl mich krasser. Komm in eure Hut, wenn ich lange nicht gelacht hab. Unser Leben Fatlab. Geringverdiener Papa. Ihr esst Toast mit Zwiebeln und nennt die Scheiße dann Tapas. Ja, wir sind dumm und drum haben wir aus Versehen seine Adresse geliebt. Halt die Fresse! So cool, so fresh geht er parken. Weil er so reich ist, lässt ihn jede rachen. Er hat den Big Trip wie ein Ehrenmann. Ich lieb an seinem Arsch ein Leben lang. Ich zeig euch dann, wie wir als Kinder waren. Es gibt ein Land namens Schlimmer Bland, wo jeder unter 16 schon trinken kann. Und Teile, die reinkicken, wie bei Rinder waren. Komm mit in die Mine, namens Ketamine. Brauche eine Frau, weil ich den ganzen Tag diele. Die verpackt und abwiegt, Kunden gibt es viele. Halt dich an meinem Sarg fest, wenn ich mit dir fliege. Oh, geil! Geiles Intro! Ketamin, was macht das eigentlich? Das ist jetzt Ketapan, ne? Er ist Ketapan. Was macht Ketamin? Was ist das nochmal für eine Droge? Ich weiß es gar nicht, weil der guckt halt immer so. Was ist das? Imagine, das ist Onges Adresse jetzt wirklich. Kommt man da beim Bauernhof? Die Koordinaten von Unge führen nach Österreich. Hast du schon eingegeben? Vielleicht ist da irgend so ein Easter Egg. Easter Egg, vielleicht ist da ein Easter Egg. Vielleicht ist da wirklich Ketamin. Let's go. Österreich, warum wird dir nichts angezeigt? Ist kaputt. Warte mal, ich mach mal hier Dings. Ich mach mal Google Earth. Wohin führen die Koordinaten nach Österreich? Irgendwo auf den Bergen? Was ist hier? Hier muss irgendwas sein. Arschlochwinkel. Warum? Aber warum ist Unge jetzt ein Arschloch, der Arme? Ist das ein Berg? Ist das... Warum heißt das so? Arme Unge. Toller Berg. Ist bestimmt ein sehr toller Berg. Aber warte mal, eigentlich will ich hier die Bilder sehen. Wer hat hier ein Bild von Unge reingemacht? Mr. Toaster hat ein Bild von Unge hier reingemacht. Der wohnt jetzt einfach in Österreich. Der wohnt gar nicht mehr auf Madeira. Sehr cooles Easter Egg. Sehr cooles Easter Egg, Drew. Wirklich Respekt. Durch die zarten Klänge gewann er die Zuneigung der Kinder, die noch nie in ihrem Leben prügelt wurden und deshalb blauäugig mit jedem Fremden mitgegangen wären. Alles, was Keta brauchte, war ein bisschen Feenpepp von der Fee Peppa Pep. Ah, Dicker! Du siehst aus wie mein nächster Ehemann! Mach keine Faxen, ja?
Glück habe ich keine Wirbelsäule. Hier, das kickt gleich richtig rein. Oh. Ist das Keter? Nein, ich glaube, das ist Feenstaub. Er riecht aber so wie Keter. Dann frag doch mal Keter Pan. Keter? Wow! Keter, Keter Panini! Sorgen Arylcyclohexylaminen in der Präkoxenadoleszenz für eine Dysfunktionalität der Zytokinese? Was? Ich hab gar nicht zugehört! Was ist das? Die Galaxy Bud 2, Farbe Oliv, passen perfekt zu meinem Outfit mit Noise Cancelling, damit ich euch Kinder nicht mehr hören muss. Wem redet der da? Weiß nicht, ich glaube mit der Kamera. Let's go! Wie geil, ich liebe es. Was macht jetzt eigentlich Ketamin? Ketamin ist eine Narkosemittel, das überwiegend in der Tiermedizin und unter bestimmten Bedingungen auch beim Menschen Anwendung findet. Brauchen wir nicht auch Feenstaub? Nein, ihr seid schon bezaubernd genug. Cool! Cool, danke! Und so machten die vier sich auf den Weg Richtung Schlimmerbland. Boah! Sieht so geil aus, es sieht so gut aus, oh mein Gott. Oh, wie ich mir schon immer einen Freund wie dich gewünscht habe. Ey, was los? Oh, sorry! Keter! Warte! Warte! Boah, das ist einfach so eine, wie nennt man das, so eine gemischte Folge, so wie bei Jimmy Neutron und Cosmund Wanda. Krass. Am unerforschten Arsch Crossover. Der Welt durchkreuzte ein Schiff, welches ein Fass war, in dem ein Schiff war, neben dem ein Fass war, auf dem ein Schiff war, die sieben Weltmeere. Ein Tentakel-Hentai-süchtiges Pack Piraten, noch bitter verkatert von der letzten Gin-Tonic-Orgie, hatten ihre allmittagliche Morgenroutine. Saufen. Sie schworen lebenslange Treue dem Mann, der ihnen die zweite Season von Squid Game versprach. Sein Name war... Captain Fook! Squid Game 2, kommt raus, bitte! Das wird jetzt von Piraten produziert, Squid Game 2. Fürchtet wegen seines Holzbeines an seinem Arm. Elendiges, vogelfreies, landversifftes, immer noch an der Mutter nuckelndes Pack! Ei! Seid ihr bereit, mehr CO2 in die Luft zu pumpen? Ei! Ja, ich bin ein Papagei. Wo ist mein Rum? Schnell! Ja, Captain, sofort, Captain! Fort, Captain! Und nein, nicht schon wieder! Warum? Warum nochmal? Warum war der jetzt so am Stöhnen? Jetzt lass uns nachhaltig los angeln! Guck mal, der hat einen Greenscreen-Anzug an, aber es wurde halt nicht weggefotoshoppt oder weggearbeitet. Aber ich finde das so geil. Ich finde die Jokes bei Ju finde ich so stumpf und ich finde das so nice. Es macht halt gar keinen Sinn, dass der einen Greenscreen-Anzug hat, aber das ist ja der Witz. Guck mal, wie er auch seine Augen schließt. Der denkt sich so, warum, was mache ich hier gerade? Guck mal, wie er die schließt. Ich glaube, das stand gar nicht auf dem Skript. Ich glaube, das kam einfach von ihm aus. Hey! Boah. Ui, Memo. Ui. Ui, ui. Schau mal hier. Ist ja gar nicht mehr da. Boah. Keter Pan? Keter Pan? Kinderpan! Nee! Kinderpan! 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 10, 11. Verdammt! Mein Kreuzfahrtschiff! Ja! Kinder! Es schreckt mich nicht so! Captain, wir haben Kinderpan gesichtet! Es ist so geil, die machen das so gut. Wirklich, man merkt direkt einfach, wie stark das ist. Es stimmt halt einfach alles, das so ein Cinematic-Gefühl hat das. Das ist richtig nice. Japan? Jawohl! Alle Mann an die Kanonen! Sind das Piraten? Sind das Piraten? Natürlich sind das Piraten! Guck, Feuer! Scheiße, die haben aufgerüstet! Wieso triffst du nicht? Wieso trifft er nicht? Captain, ich glaube, ich bin für diesen Job nicht gemacht. Nachladen! Hey! Hörst du das? Was? Ja, hör doch mal, was ist das für ein Lärm? Was?
70 Kilo Gras, das Schiff trägt den Namen Dilara. Von ihr kassieren wir Hartz IV zusammen und sniffen uns die Birne zu. Hey! Wir machen Stress ohne Grund, ja, so wie Flair, haben Laser stark wie Todesstern. Wir ballern, als wenn wir auf Drogen wären und schlitzen dann die Krebsen-Crew. Yeah! Was war das? Babu, Statusbericht! Babu! Unser Captain ist ein Ehrenmann, der uns in der Party klären kann. Dass wir eine Netflix-Serie haben, steht in unserem Profil. Hey! Ho, ho, Piraten streitet Insel an, filmen CO2-Delfine. Wenn jetzt dabei, sag mir, wo ist jetzt dein Gott? Puh. Fridays for Future-Schluss, wir haben doch Sonnenklimaschutz. Bis das Wasser die Erde schluckt, dank dir, Captain Fogg. Ey, das war übel stark! Die ganze Choreografie, wie das abgedreht wurde, die ganzen Leute, die Musik, das war richtig geil. Also diesen Song habe ich selber schon ein paar Mal gehört, weil als ich eingeladen wurde, um da auch eine kleine Szene mitzudrehen, hier in Aachen war das, da musste ich kurz ein bisschen mit dem Fahrrad fahren, 10 Minuten ist nicht weit von mir. Da mussten wir auf diesen Song, musste TJ, ich und ein paar Freunde von Drew und Thomas waren das, glaube ich, tanzen. Wir mussten einfach, wir waren Piraten, wir waren angezogen als Piraten und wir mussten dann auch so ein bisschen tanzen und ich musste dann auf dem Beat, auf dieses Ho, muss ich dann auf so einen Buzzer drücken. Ich weiß nicht warum, wieso. Deswegen habe ich dieses Lied schon ein paar Mal gehört und ich muss euch ehrlich sagen, desto öfter ihr diesen Song hört, desto geiler wird der. Deswegen hört euch das einfach ein paar Mal an und es wird immer besser. Ich sag's euch so, wie es ist. Warte mal, ich kann ja diesen Post dazu holen von Ju, der hat auf Insta das so ein Bild gepostet von uns. Da! Guck mal, hier bin ich, hier ist TJ, da ist Jan, glaube ich, und dann noch zwei Nachbar von Drews Bruder war das, glaube ich. Deleted Scene, wir haben dann so ein bisschen auf diesen Song abgedanced und es war nice, hat Bock gemacht. Schade, dass nicht mal ins Video gekommen ist, aber ist ja nicht schlimm, wirklich, habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ist nicht schlimm, es hat einfach richtig Bock gemacht, da zu sein. Es ist halt einfach so. Und so wie die das jetzt gemacht haben, ist es extrem stark. Wirklich, wie die alle tanzen, ist es wirklich nice. Oh Mann, der ist weg. Captain, er ist weg. Nein. Kitapan! Captain, warum jagen wir Kitapan eigentlich? Wie die da alle stehen. Ja, das ist so gut. Schnell! Ja, Captain! Sie waren wie Bros im ganz großen Stil und spielten das Spiel mit dem Krokodil. Doch Peter Pan, der Keck, konnte niemals verlieren. Drum musste er das Spiel mit scharfen Klingen präparieren. Des Freundschaftsband ist dadurch entzwei, wie des Captains Arm. Ganzer Arm ab! Musste amputiert werden. Oh wei, er schmiedete nen Racheplan gegen seinen einstigen Bro, den Kitter. Boah, okay, das ist schon, also hier fühle ich die Story irgendwie, ich fühle die Story. Und auch wie gut Maxify das macht mit der Hand, dass das so, wisst ihr, ich meine? Also es ist, die machen das alle echt extrem gut. Für die Kette! Rankeita Park! Gut, dass eine elektronische Kerze ist, ne? Oh shit, Burdick.
Nachdem Keta und Candy zweimal geblitzt und viermal vom Blitz getroffen wurden, kamen sie endlich in der Keta-Mine auf Schlimmerbland bei den Lost Boy. Diese Burgers sind nice, wie heißen die nochmal? Sind irgendwie türkische Spezialitäten, glaube ich. Die schmecken mega nice, so mit Spinat und so. Oder Feta-Käse, boah, stabil. Aber wusste nicht, dass sie explodieren, sollte ich vielleicht auch mal in ein Video von mir mit reinnehmen und dann anzünden, mal gucken, was passiert. Kellerkindern an. Wow, ein paar Lumpas, aber ein hässlich. Halt dein Maul, es ist Lost Boys Kellerkinder live. Blutbahn voll Chemie und Scheiß. Asbestlunge für guten Atem. Was bist du, Frau? Bruder, lass verstanden. Okay. Halt's Maul, du hast nichts zu sagen. Wir sind alle toxisch, aber noch zu haben. Unser Bro Tony, der sieht keine Farben. Jetzt pack den Schuh, während wir hier graben. Ich bin die Kenny und gebe kurz Introduction. Kleine miese E-Boys, die euch geh ich alle klatschen. Ihr kleinen Flaschen, geht euch lieber waschen. Sonst hol ich meine Eltern, die Fäuste verpassen. Eure Haut nicht nice, aber weiß wie Väter. Mein Kleid für die Hochzeit wird genäht. Man hat keine Zeit, hat ein Date. Ruhe, denn Mama sagt, heute später. Bin weg, bisschen verbrannt und ohne Hand an Land. Fand ich Pepper, Pepper, Blatt in der Hand. Hab mir deine Adresse genannt und jetzt lutscht alle mein Schwarz. Angekugeltes Bein, ihr Landratten. Oh, hoher Besuch, guck mal, wer da ist. Oh, Gesundheit, Dank. Endlich kann ich meine... Ey, das war ein nicer Song, der hat geballert. So ein richtiger Party-Song einfach. Ey, war strong. Rache vollstrecken. Ey, komm nur, ich verpasse dir zu heute das Holzbein. Da bist du viermal die Grund, der du bist. Fass mich nicht an. Ey, denkt jemand mal an mich? Habt ihr mich schon vergessen? Pietro Lombardi. Oh, ein Krokodil. Immer geht es nur um euch. Das ist so eine Anlehnung auf so ein Meme. Ah, okay, das war stark. Wie geht dieses Meme nochmal? Wie heißt dieses Tier? Ach, Krokodil. Warte mal, das will ich ganz schnell schauen. Das ist übel witzig. Keine Ahnung, ich habe immer Kaktus gehört. Nein, Kaktus. Wie heißt der nochmal? Krakakus. Kaktus. Nein, nicht Kaktus. Krakakus. Wie heißt dieser Löwe da, Mann? Der schwimmt. So, Krokodil, Mann. Krokodil. Löwe, der schwimmt. Sehr starke Anlehnung. Aber es ist mein Ruf, der kaputt geht. Und nicht deiner. Oder deiner. Hauptsache, Carpaccio geht's gut. Carpaccio? Ich heiße Carpaccio. Sohn? Papa? Mein Carpaccio. Ich heiße auch Carpaccio. Ich hab Zwillinge. Papa, ich hab mich dann. Bruder, heißt noch Carpaccio. Ich auch. Ich heiße auch Sniff. So war Inscope nicht der Einzige, der mit seiner Vaterschaftskunde für Krokodilstränen sorgte. Das Krokodil reiste mit seiner neuen Familie an die Copacabana. Wir haben beide alles verloren. Ich, meine Crew. Du, deine Umpa-Lumpas. Stehen wieder ganz am Anfang. All die Jahre habe ich dich voller Hass gejagt. Und jetzt stehe ich vor dir. Und das Einzige, was ich will, ist zusammen mit dir den größten Schatz der Welt zu finden, der irgendwo auf der Grand Line versteckt wurde. Boah, hier sind so viele Referenzen. Ach du Scheiße. Mit Inscope, Pietro Lombardi hier, mein Ruf, nicht deiner, Grand Line, One Piece, wie viele Reference, das ist so geil, das ist richtig nice. 50-50. Auf der Suche nach dem Schatz fanden sie ebenso heraus, dass sie ein fiktives Produkt von auf Substanzen hängen gebliebenen Autoren waren. Interessanterweise kamen diese Substanzen von der Copacabana. Alle waren glücklich und zufrieden. Hallo? Bis auf Candy. Also tat sie, was alle Frauen tun, wenn sie sitzen gelassen werden. Sie tanzte. Ach, Candy, mein hässlichstes Kind. Was machst du denn hier am Fenster? Ach, Mutter. Ich hatte gerade den unnötigsten Traum meines Lebens. Sag mal, wo sind eigentlich deine Brüderchen, Statist A und Statist B? Zur gleichen Zeit in einem unscheinbaren Wald. Was? Sie ist einfach nur psychisch krank, das war alles nur ein Traum. Warte mal, ich muss überlegen, was da gerade passiert ist. Warte mal, die hat gar keine Brüder, oder? Hat die Brüder? Nein, sie hat die umgebracht. Was? Nein! Nein, oh mein Gott. Ja, das ist es. Bald passierte etwas, was keiner der Bewohner des Märchenwaldes mitbekommen hat. Außer ihm hier. Elfried Eichelhardt von Sack. Geil, damit mache ich mir später eine gute Suppe. Genannt Rotkäppchen.
Hier ist gut, die Stelle, hier ist gut. Kaum hatte das Rotkäppchen den Sack vergraben, vergaß es ihn auch schon wieder. Über tausende von Jahren ruhte das Säckchen tief unter der Erde. Und niemand wusste, was das Rotkäppchen da eigentlich vergraben hatte. Etwas von galaktischem Ausmaß. Magische Bohnen. Das ist so cool! Boah, das war richtig nice, weil das einfach nice war. Also wirklich, die Locations waren nice, die Leute, die ganzen Referenzen, das Script, wie das aufgebaut war, die Story, die Kostüme, es war alles richtig stark. Ich like das jetzt. Guck mal, ihr müsst es auch liken. Ich abonniere den jetzt natürlich. Habe ich den schon mit meinem Main-Account, abonniert jetzt noch mit meinem zweiten Account. Es ist halt einfach so. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ultra starkes Video. Ich bin richtig gespannt auf Songs in der Bohne. Wirklich, das habe ich auch richtig gefeiert, dieses Format. Guck mal, der hört gar nicht auf. Der hört gar nicht auf. Der macht nur Videos zweimal im Jahr. Und guck mal, der macht jetzt in 3 Monaten wieder ein Video. Und dann vielleicht danach kommt nochmal in 4 Monaten nochmal ein Video. Das wäre geil.